Der nächste Morgen begann mit einer Stadtrundfahrt durch Wien. Mit im Bus war ein Reiseleiter, der uns über das Wesentlichste bei der Fahrt informierte. Das gehören wir zu leihen, ja. Weil wichtig ist erstens, was auf Sie alles Schönes zukommt, nicht? Und dann, was mir der Gesetzgeber gesagt hat. Unser erster Halt legten wir am Hundertwasserhaus ein. Das Hundertwasserhaus ist eine im Jahre 1983 erbaute Wohnanlage der Gemeinde Wien. Der österreichische Künstler Friedenreich Hundertwasser beschäftigte sich seit den 1950er Jahren mit Architektur. In Vorträgen an Hochschulen und bei Architektenvereinigungen sprach Hundertwasser über sein Anliegen einer natur- und menschengerechten Architektur. In einem Brief an den Wiener Bürgermeister Leopold Graz empfahl Bundeskanzler Bruno Kreisky, Hundertwasser die Möglichkeit zu geben, sein Anliegen in einem Bereich der Architektur beim Bau eines Wohnhauses umzusetzen. Leopold Graz lud Hundertwasser daraufhin ein und erteilte ihm den Auftrag, ein Wohnhaus in Wien nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Da Hundertwasser kein Architekt war, bat er die Stadt Wien, ihm einen Architekten beiseite zu stellen, der bereit wäre, sein Konzept in adäquaten Planzeichnungen umzusetzen. Die Stadtverwaltung vermittelte Hundertwasser den Architekten Josef Grabiner. Es gelang Hundertwasser, die Stadt Wien für sein Konzept eines begrünten Terrassenhauses und somit für Ausnahmen von den normalerweise anzuwendenden Bauvorschriften zu gewinnen. Im März 1980 folgte ein zweiter Vorentwurf Grabiners samt zugehörigen perspektivischen Zeichnungen und einem Walserholzmodell. Im weiteren Verlauf kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Hundertwasser und Grabiner, die bei der Gestaltung der Fassade eskalierten. Der Streit führte zum Ausscheiden Grabiners aus der Zusammenarbeit mit Hundertwasser im Jahre 1981. Der nächste Halt wird am Schloss Belvedere eingelegt. Auch hier stehen uns nur wenige Minuten für die Besichtigung zur Verfügung. Egon Prinz von Savoyen, erfolgreicher Feldherr und Kunstliebhaber, ließ sich das Gartenpalais Belvedere von Johann Lukas von Hildebrand als Sommersitz, damals noch vor den Toren der Stadt, erbauen. Vor dem Schloss befindet sich ein sogenannter Spiegelungsteich, in dem sich die Fassade des Schlosses spiegelt. Das barocke Gesamtkunstwerk besteht aus zwei Schlössern, dem oberen und dem unteren Belvedere, und beherbergt heute österreichische Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Die Hauptwerke von Gustav Klimt, Egon Schiele und Oskar Kokoschka. Die Gartenanlage des Belvedere ist ein Höhepunkt barocker Landschaftsarchitektur. Drei große Terrassen mit Wasserbassins verbinden das obere mit dem unteren Belvedere. Während das obere Belvedere der Repräsentation diente, fungierte das untere Belvedere als Wohnsitz Prinz Eugens. Die Stadtrundfahrt endet am Naturhistorischen Museum. Hier können die Gäste den Bus verlassen, die die Stadt auf eigene Faust erkunden wollen. Uns zieht es zu dem ganz in der Nähe liegenden Naschmarkt, der beliebteste Markt in Wien. Die große Auswahl, die erstklassige Qualität der Produkte und die beeindruckende kulturelle Vielfalt ziehen Einheimische wie auch Gäste magisch an. In wenigen Minuten die ganze Welt bereisen, das geht nur auf dem Naschmarkt. Speisen und Delikatessen aus verschiedenen Ländern werden hier angeboten. Auf dem Naschmarkt herrscht eine Vielfalt an unterschiedlichen Kulturen, die man selbst erleben muss. Seinen Namen verdankt der Naschmarkt wahrscheinlich den angebotenen Süßigkeiten, den Naschereien. Bereits im 16. Jahrhundert gab es an dieser Stelle einen Bauernmarkt. Die historischen Verkaufsstände sind dem Naschmarkt erhalten geblieben und zeugen heute von einer längst vergangenen Zeit. Am Ende vom Naschmarkt befindet sich das Museum zeitgenössischer Kunst mit einer Kuppel aus vergoldeten Lorbeeren.
Hier finden Wechselausstellungen namhafter Künstler statt. Über den Maria-Theresien-Platz gehen wir in die Innenstadt. Der Platz zählt zu den touristisch am stärksten frequentierten Teilen Wiens und ist Fußgängern vorbehalten. Der in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts angelegte Platz wird dominiert von dem beeindruckenden Denkmal der österreichischen Kaiserin Maria Theresia, die nicht nur dem Monument, sondern auch dem Platz seinen Namen gegeben hat. Dem Maria-Theresien-Platz gegenüber steht das Burgtor. Mit dem Durchschreiten des Tores gelangen wir auf den Vorplatz der neuen Burg. Die neue Burg ist Teil der Wiener Hofburg und des monumentalen Kaiserforums, das Gottfried Semper und Karl Freiherr von Hasenau ab 1869 für Kaiser Franz Josef geplant und zum Teil errichtet haben. Im Innenhof der Burg befindet sich das Monumentaldenkmal Kaiser Franz I. Durch den 1726 erbauten Michaelertrakt, die Verbindung zwischen Winterreitschule und der Reichskanzlei, verlassen wir die Hofburg. Der Michaelertrakt ist von einer großen bronzenen Kuppel gekrönt. In weiterer Folge kam es immer wieder zu Umbauten und Anpassungen, besonders unter Nikolaus von Pacassi, der die Hofbibliothek mit der übrigen Burg und auf der anderen Seite mit der Augustinerkirche verband. Von der neuen Burg tauchen wir in die innere Stadt ein und suchen den weltbekannten Stephansdom auf. Auf dem Weg durch die Fußgängerzone kommen wir an der Pestsäule vorbei. Die Wiener Pestsäule ist eine Dreifaltigkeitssäule am Graben, einem sogenannten Straßenzug in der Wiener Innenstadt. Sie wurde nach der Pestepidemie 1679 errichtet und im Oktober 1693 geweiht. Der gotische Stephansdom am Wiener Stephansplatz ist seit 1365 Domkirche, seit 1469 Kathedrale und seit 1723 Metropolitankirche des Erzbischofs von Wien. Am auffälligsten neben den Türmen ist das Dach. Es ist mit rund 230.000 Dachziegeln bedeckt, die im Langhausbereich in einem Zickzackmuster arrangiert sind. Jeder dieser Ziegel wiegt 2,5 Kilo, ist mit zwei Kupfernägeln an die Dachsparren angenagelt und zusätzlich in Mörtel eingebettet. Über dem Chor auf der Südseite ist das Wappen des österreichischen Kaisers Franz Josef I. und die Jahreszahl 1831 dargestellt. Auf der Nordseite das Wappen der Stadt Wien und das Wappen der Republik Österreich mit der Jahreszahl 1950. Das Datum war der Abschluss der Dachdeckung nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Obwohl das Innere sein Aussehen im Mittelalter erhielt, ist das ursprünglich künstlerische und liturgische Ensempel aus der Zeit nur noch lückenhaft vorhanden, da der Bau während des Barocks nochmals umfassend verändert wurde. Der Hochaltar ist ein Meisterwerk aus Marmor und Stein. Er gleicht in seinem Aufbau einem Portal und ist daher ein Himmelspfortenaltar. Thema ist die Steinigung des heiligen Stephanus, des Namenspatron des Doms. Wir verlassen den Steffel, wie die Wiener den Stephansdom kurz nennen, und schlendern durch die Straßen zum Wiener Stadtpark. Thank you.
Der Wiener Stadtpark erstreckt sich vom Parkring im ersten Wiener Gemeindebezirk bis zum Heumarkt im dritten Wiener Gemeindebezirk und ist eine sowohl von Touristen als auch von einheimischen Bürgern gern besuchte Parkanlage. Seine Fläche beträgt 65.000 Quadratmeter. Mit dem vergoldeten Bronzestandbild von Johann Strauss steht im Park eines der bekanntesten und am meist fotografierten Denkmäler Wiens. Es ist spät geworden und so gehen wir vom Stadtpark aus quer durch die Stadt zur U-Bahn-Station, die uns der Reiseleiter am Morgen gezeigt hat. Unser Weg führt uns vorbei an dem berühmten Hotel Sacher und dem gleichnamigen Kaffeehaus. Hier kann man die berühmte Wiener Kaffeehauskultur und die einzigartige Wiener Kaffeehausatmosphäre genießen. Natürlich mit einem Stück Original-Sacher-Torte. Leider war um diese Zeit das Kaffeehaus bereits geschlossen. Wir gehen über die Terrasse des Kunstmuseums Albertina im ersten Wiener Gemeindebezirk. Es beherbergt unter anderem eine der bedeutendsten grafischen Sammlungen der Welt. Vor dem Museum befindet sich das Reiterstandbild des Erzherzog Albrecht. Etwas tiefer und direkt am Museum Albertina angrenzend befindet sich das Jugendstil-Palmenhaus mit dem anschließenden Schmetterlingshaus. Auch hier spiegelt sich die Wiener Gelassenheit in dem vollbesetzten Café wider. Von der Terrasse aus blicken wir in den Burggarten. Auch der Burggarten ist mit einigen Skulpturen und Büsten geschmückt. Die bekannteste ist wohl Wolfgang Amadeus Mozart. Das letzte schöne Gebäude, an dem wir vorbeikommen, bevor wir die U-Bahn-Station Schottentor erreichen, ist das prunkvolle Burgtheater aus dem Jahre 1888. So geht ein sehenswerter Tag in Wien zu Ende. Und morgen werden wir uns auf zwei Anlaufpunkte beschränken. Mit der S-Bahn sind wir heute Morgen zum 13. Wiener Gemeindebezirk Hietzing gefahren und wollen uns die Außenanlage vom Schloss Schönbrunn ansehen. Das 1892 erbaute Schloss Schönbrunn ist in seiner heutigen Form im 18. Jahrhundert als Sommerresidenz für Kaiserin Maria Theresia errichtet worden. Der Name geht auf einen Ausspruch von Kaiser Matthias zurück. Er entdeckte im Jahre 1619 auf der Jagd eine Quelle und soll gesagt haben, weltschöner Brunn. Von 1638 wurde in 5 Jahren in dieser Gegend ein Schlossbau
als Residenz für die zweite Ehefrau des Kaisers Ferdinand II., Eleonore Gonzaga, errichtet. Diese Anlage wurde jedoch in der zweiten Wiener Türkenbelagerung 1683 schwer beschädigt. 4 Jahre später gab Leopold I. für seinen Thronfolger Joseph I. einen repräsentativen Neubau von Johann Bernhard Fischer von Erlach für das damals weit vor den Toren der Stadt gelegene Schloss in Auftrag. Erst ab 1743 wurde unter Maria Theresia, seit 1745 als Kaiserin tituliert, von Nikolaus von Paskasi und Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg das Schloss und der Park in seiner heutigen Form um- und ausgebaut. Der barocke Palast war Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches im Jahre 1806 die Sommerresidenz der Könige und Kaiser des Reiches bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Das Schloss war in dieser Zeit fast durchgehend von einem mehreren hundert Personen umfassenden Hofstab bewohnt und wurde zu einem kulturellen und politischen Mittelpunkt des Habsburger Reiches. Während der österreichisch-ungarischen Monarchie wurde es auch K&K Lustschloss Schönbrunn genannt. Schönbrunn ist das größte Schloss und eines der bedeutendsten und meistbesuchten Kulturgüter Österreichs. Das Schloss und der etwa 160 Hektar große Park sind seit 1996 Teil des UNESCO-Weltkulturerbe. Eine Hauptattraktion im Schloss ist der älteste noch bestehende Zoo der Welt, der Tierpark Schönbrunn. Schloss und Park zählen zu den touristischen Hauptsehenswürdigkeiten Wiens. Von der zentralen Terrasse vom Schloss genießen wir einen schönen Blick über einen Teil vom Schlosspark, über den Nepomukbrunnen bis hinauf zur Gloriette. Der Schlosspark ist ganzjährig für Besucher zugänglich und täglich ab 6.30 Uhr geöffnet. Er ist eines der beliebtesten Erholungsgebiete in Wien und beherbergt beeindruckende Brunnen, Statuen und Denkmäler. Zu den kostenpflichtigen Sonderattraktionen im Schlosspark zählen der Kronprinzengarten, der Orangeriegarten, der Irrgarten sowie der Tiergarten Schönbrunn, das Palmenhaus und das Wüstenhaus. Der Nepomuk-Brunnen im Schönbrunner Schlosspark wurde im Zuge der Umgestaltung der Anlage unter Kaiser Maria Theresia zwischen 1778 und 1780 erbaut. Der Brunnen ist gut 100 Meter lang, knapp 50 Meter breit und ohne Figuren etwa 7 Meter hoch. Das große Becken wird gegen den Hang durch eine gesprungene Stützmauer abgeschlossen. In deren Mitte befindet sich eine künstliche Felsengrotte, darüber der Meeresgott Neptun auf einem Muschelwagen, gestützt auf seinem Dreizack. Am unteren Teil der Grotte versammelt sich eine Gruppe von Tritonenkreaturen, die zur Hälfte Mensch und zur Hälfte Fisch sind und lenken die Meerespferde, welche Neptun auf seiner Fahrt begleiten. Steigt man seitlich vom Brunnen empor, gelangt man in die künstliche Grotte unterhalb der Neptunfigur. Auf einem zickzack geführten Weg gelangen wir unterhalb zur Gloriette. Mit einem Blick zurück genießen wir eine schöne Aussicht über Wien mit der Schlossanlage Schönbrunn im Vordergrund. Johann Bernhard Fischer von Erlach hatte bereits die Idee, auf dem Schönbrunner Berg ein Belvedere zu errichten, welches eine Art krönender Abschluss der barocken Anlage darstellen sollte. Erst im Zuge der von Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg durchgeführte Gartengestaltung konnte das Vorhaben endlich realisiert werden. Die Gloriette wurde im Jahre 1775 als frühklassizistischer Kolonnadenbau auf dem Hügel errichtet. Vom Schönbrunner Berg kehren wir zur Schlossebene zurück und gehen durch den bewaldeten Teil der Parkanlage. Wir stoßen auf den im westlichen Teil des Parks befindlichen Najadebrunnen.
Ein zweiter Brunnen befindet sich in der östlichen Hälfte der Parkanlage. Bedingt durch die Corona-Pandemie, die zum einen noch einige Besucher abschreckt und das Reiseverbot der Asiaten, war das Besucheraufkommen sehr gering, das wir als Besucher jedoch als Vorteil ansahen. Vom Brunnen aus gehen wir durch den Kammergarten und verlassen das Anwesen von Schönbrunn. Nun geht es mit der U-Bahn zum zweiten Anlaufpunkt am heutigen Tage. Wir verlassen die U-Bahn-Station am Praterstern und stehen gleich vor einem weiteren Wahrzeichen der Stadt, das Riesenrad im Wiener Prater. Auf fast 65 Meter Höhe hat man einen atemberaubenden Blick über die Donaumetropole. Bereits 1403 wird der Prater urkundlich erwähnt. 1766 schenkte dann Kaiser Joseph II. Seinen Wienerinnen und Wiener das Arenal als Erholungsgebiet. Schnell siedelten sich Wirte und Cafés an. Schaukeln, Ringelspiele und Kegelbahnen folgten. Großer Aufschwung erlebte der Prater mit der Weltausstellung 1873. Der Volksprater wird zu einem Ort, an dem Unterhaltung für alle angesagt ist. Rutschenschleuderer und Kuriositäten wetteifern um die Gunst des Publikums. »1897 wurde das Wiener Riesenrad anlässlich des bevorstehenden 50. Kronjubiläums Kaiser Franz Joseph errichtet. Seither ist es aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Der Durchmesser des Rades beträgt 61 Meter. Die gesamte Eisenkonstruktion wiegt 430 Tonnen. Das Rad dreht sich mit einer Geschwindigkeit von 2,7 Stundenkilometer.« Das 117 Meter hohe Kettenkarussell, der Praterturm, wirbelt seine Besucher mit 60 Stundenkilometer durch die Luft und bietet seinen Fahrgästen einen traumhaften Blick über die Stadt. Bei den Recherchen zu den Filmaufnahmen stellte ich fest, dass das Arsenal Prater viel größer ist als gedacht. Wir sind davon ausgegangen, dass, wenn vom Prater die Rede ist, es sich um den bekannten Vergnügungspark handelt. In Wirklichkeit ist der als Volksprater bekannte Bereich nur ein kleiner Teil des großen Anwesens Prater. Hierzu gehören eine Trabrennbahn, eine Freibadanlage, das bekannte Ernst-Happel-Stadion sowie eine riesige Parkanlage mit etlichen Kilometer Spazierwegen. Da für uns feststeht, dass wir Wien erneut aufsuchen werden, erkunden wir dies beim nächsten Besuch der Stadt. Wir verlassen die U-Bahn am Parlament und suchen den frei zugänglichen Volksgarten auf. Der Volksgarten ist ein liebevoll gepflegter Park in bester Lage. Er ist besonders für seine Rosenbeete bekannt. Die romantische Kulisse wird auch öfters von Hochzeitsfotografen genutzt.
Das Grillparzer-Denkmal ist eine überlebensgroße Sitzfigur des Schriftstellers und Dramatikers Franz Grillparzer. Die halbelliptische Wand hinter dem Denkmal trägt Reliefs mit Darstellungen aus den bekannten Dramen des Dichters. Ganz in der Nähe vom Volksgarten befindet sich das Wiener Rathaus. Das Wiener Rathaus wurde von 1872 bis 1883 nach den Entwürfen des Architekten Friedrich von Schmidt im Stil der Neugotik errichtet. Mit einem Abendessen, dem typischen Wiener Schnitzel, beenden wir den zweitägigen Aufenthalt in der Stadt. Die Stadt Wien ist auf jeden Fall eine Reise wert und hat vieles zu bieten. Wir haben einiges erkundet, aber noch lange nicht alles gesehen. Und das ist die beste Voraussetzung, um noch einmal wiederzukommen.